Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Eine weitere Folge Slime Ranger. Also es ist jetzt die letzte Folge für diese Session, die ich jetzt aufnehme. Also hier die zweite Session. Ich glaube, 3 Folgen habe ich da aufgenommen in der zweiten Session. Also die letzten 3 sozusagen. Und dazwischen werde ich mich jetzt noch mal ein bisschen kundig machen. Inwiefern ich vielleicht doch mal in welche Kreuze oder so, ich weiß es noch nicht genau. Guck mal, hier hinten ist natürlich wieder ohne Ende Nahrung angefallen. Ja. Ist noch alt okay hier? Ja. Muss man immer gucken, ob man wieder nachpflanzen muss. Wir können auch gleich eine neue Gegend uns erschließen vielleicht. Mal gucken. So, hier ist auch okay, wa? Muss ich nicht nachpflanzen? Nee, alt gut. Ach so, das ist die Zeit, wann es abläuft, wa? Remaining Harvest Time? Oder wachsen die echt so schnell hier durch den Sprenkler? Ach komm, da möchte ich jetzt mal sehen, was da passiert nach 7 Minuten. 5, 4, 3 Sekunden. 2, 1. Mhm. Jetzt verstehe ich das. Die Harvestzeit ist hier 71 Minuten. Okay, ich verstehe. Und hier noch eine halbe Stunde. Danach müssen wir wieder neu definieren, was wir da anbauen wollen. Hi. Haut rein. Alter, die haben so einen Hunger. Guck dir mal an, die armen Tiere hier. Die brauchen jetzt alle einen Huhn. Ich brauche mindestens 10 Hühner. 1, 2. Die stehen da richtig unter dem Ding und wärmen sich. Komm, wir nehmen noch einen Hahn raus. Ich meine, was soll ich mit so vielen Hähnen? Ach, der passt ja nicht mehr rein. Komm, das reicht. Heute doch ganz. Hi. Hi, hier. Habt aber zu essen, seid ihr wieder glücklich. Hier ist schon wieder Zeug. So. Können wir wieder Geld verdienen. So, wisst ihr was? Ich hole mir jetzt mal so ein Jetpack. Jetpack kostet 250, ist ja nicht viel. Was könnte ich mir noch holen? Pulse Wave. Adds a Pulse Wave Emitter to, that pushes away slimes whenever you need some personal space. Muss man das verstehen? Könnte mir jetzt die ganzen Dinger hier kaufen. Dash Boots. These highly advances and frankly fashion forward boost half the energy. Halbieren die Energie beim Sprinten. Aber die kaufe ich mir, glaube ich, wenn ich noch weitere Entfernung habe. Und hier kann man dann noch schneller einsaugen. Und hier Mikrofusionsgenerator boost die Energie zu. Und das nehmen wir mal noch. Ich hoffe mal, ich habe das Geld jetzt nicht zum Fenster raus. Ich muss mal gucken, was jetzt passiert. Kommt mir jetzt nicht unterschiedlich vor. Das ist egal. Oh, entschuldigt. Entschuldigung, ich hätte jetzt natürlich auch meine Mute-Taste drücken können. Habe ich vergessen. Tut mir sehr leid. Schneide ich danach dann wieder raus.
Mein Jetpack. Soll ich mal mein Jetpack probieren? Komm, wir probieren mal den Jetpack. Joho! Oh yeah! Wow! Können wir hier auch aus dem Wasser welche rausholen? Bestimmt, ich glaube ja. Guck mal, da unten schwimmt doch schon einer. Also, soweit ich weiß, kann man auch Wasserbecken bauen. Mit dem kann man gar nichts machen. Der Pink Gordo, der ist alles. Keine Ahnung, was der hier macht. Vielleicht ist hier noch Beta-Status. So. Oh, was ist denn hier los? Na los. Alter, ist da schon wieder ein neuer entstanden? Ein paar Katzen oder Hühner könnte ich noch mitnehmen. Hühner sind immer cool. Es wird schon wieder dunkel. Hier sind schon wieder die Horrorteile unterwegs. Ob das jetzt so mutig ist, was ich hier mache, ist fraglich. Ich würde mal da gerne ganz mal gucken, was da oben ist. So hoch schafft er nicht. Mit dem Jetpack. Hühner. Die Dinger weg, mal wegmachen. Oh. Aua. 70. Ich will mich jetzt mal hier einfach saugend durchkämpfen. Ich hätte mal gerne noch mehr Tubby Slime. 2. Was noch einer? Aua. 3. Oh, jetzt kommen schon wieder die Bösen. Ich sollte mich doch mal verpfeifen hier wieder. Miau, 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 miau. Süß. Du hast doch eine gute Ausbeute. 5 Hühner. Ein Chicken, 10 Pogo-Frucht, 3 Tabby Slime. Hier sind schon wieder die Bösen unterwegs. Könnt ihr natürlich einen Chicago vielleicht wegschmeißen? Oder? Chicago, ich nehme mich doch mit. Jetzt habe ich es weggeschmissen. Schade, weg. Hallo, böser Schleim. Kann man den eigentlich fangen? Ich glaube nicht. Mich mal verflümen hier. Dann nehme ich noch ein paar Früchte mit. Müssten ja auch eigentlich noch Möhren rumliegen. Ah, die Leuchtdinger, die könnte ich natürlich auch züchten, wa? Müsste ich aber so einen extra UV-Käfig noch machen. Oh, da ist eine Kiste. Ah, da kann ich gar nicht alles mitnehmen. Ach doch, die Hühner. Und Gold, naja, ist doch cool, genau das Richtige drin gewesen. Ich trinke hier gerade Cola, muss da so ein bisschen. Sorry, Leute. 3 Tubby Slime. Hi. Ach, siehst du, jetzt könnte ich mir hier auch. Werde ich gleich. Ich werde hier gleich mal so ein Sammelding anbauen. Und zwar hier den nicht Auto. Was ist denn eigentlich ein Autofeeder? Das ist das Ding, war Autofeeder. Plot Collector. Solarzielt. Autofeeder. Genau, das ist dieses automatische Einsammelding. Müsste ja gleich was kommen. Der hat nur eine Ecke hier, die anderen haben hier bei 2 Ecken. Verstehe ich nicht.
Muss ich auch nicht verstehen, wa? Warum dann nur eine Ecke ist. Vielleicht sind da zwei, weil ich mal da eine andere Rasse noch drin hatte. Ich weiß es nicht. Dauert immer eine Weile, bis der anzeigt. Der Autofeeder. So, oder wäre es für bald einen anderen Bereich noch öffnen? Die Dinger hier finde ich so cool. Die viereckigen Erdbeeren, ich liebe die. So. Ja, wie viel brauchen wir denn, um Tier freizuschalten? Hier brauchen wir 1500 und da hinten ist ja eine Höhle, soweit ich weiß. Wie viel brauche ich dafür? Auch 1500. Und dadurch, dass es ja eine Höhle ist, könnten wir da so einen lichtempfindlichen Tiere reinmachen. Hm. Haut euch im Wanz voll, meine lieben Freunde. Was ist denn los? Das funktioniert gar nicht, das Ding, oder was? Ja, ihr habt Hunger. So, hier müsste ich jetzt aber sammeln können, oder? Immer noch nicht. Warum nicht? Was ist los hier? Muss ich die trotzdem per Hand einsammeln? Ach, warte mal. Ein Autofeeder. Das ist ein Fütterungsautomat. Ein Autofeeder. Ach so. Das ist ja cool. Ein Fütterungsautomat. Port Collector. Was ist denn das? Port Collector. Das ist das Ding hier zum Einsammeln. Der Port Collector. Alter, ist ja geil. Ein Autofeeder. Ich will noch mehr Autofeeder. 500 kostet der. Kommt noch. Autofütterer. Ist ja geil. Oh, wir haben ja noch 6 Tabbies drin. So, die werden wir mal verkaufen. Autofeederer. Cool. Klasse. Schon wieder dunkel, ich sollte nicht die Farm verlassen. So, ich werde jetzt für die Blauen ein Autofeeder bauen. Ich hoffe mal, die Kohle reicht, Chef. Ne? Ja, ein Autofeeder, wie geil. Jetzt holen die sich selber. Mal gucken, ob die sich ja selber jetzt Essen rausholen. Würde mich mal interessieren. Sieht man jetzt nicht. Warum holt ihr euch ja nicht zu essen? Na, wahrscheinlich erst, wenn sie wirklich richtig dollen Hunger haben, wa? Würde ich mal vermuten. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Gibt's hier noch was zu holen? Einer ist ja nun. Ein paar Hühner vielleicht noch holen. Also die holen erst sich zu essen, wenn es ja nicht mehr anders geht. Wir brauchen auch nicht so viele Hähne. Oh. So, und die schmeißen wir jetzt alle in den Autofeeder rein. Mal gucken. Ach, da können wir bestimmt nur eine Sorte reintun, oder? Ja, da können wir nur eine Sorte reintun. Haut rein. Meine lieben Freunde. So, habt ihr jetzt schon mal was gegessen hier? Jetzt? Guck mal da oben. Der geht da richtig ran und nuckelt da. Geil.
Kommt bloß nicht raus, wa? Warum nicht? Habe ich nicht genug Strom oder was? Ich weiß es nicht. Nee, das geht denen gut, oder? Oder ist das nur ein Futterbehälter? Vielleicht ist es auch nur ein Behälter, so eine Art Lagerplatz. Hm. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass das wirklich ein... Ach, guck mal hier. Könnten wir schön was verdienen. Oh, nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich muss tatsächlich noch so ein... noch ein Käfig machen für noch eine Sorte. Ja, geh mal schlafen, dann soll der im Dunkeln nicht so viel unterwegs sein. So, und dann gucken wir mal. Ja, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich verliere so langsam den Überblick scheinbar. Also Möhren sind doch auf jeden Fall cool. Ja, klar, das Zeug hier können wir noch einsammeln, können wir ja verkaufen, warum nicht? Was soll's? Was soll's? Juhu! Kann man auch mal die Zeit sich nehmen und mal zugucken, oder? Ich hätte gerne noch mehr Möhren, aber das ist natürlich auch schön hier, die Früchte einzusammeln. Hier ist noch eine Möhre. Und was ich gar nicht will, ist Pink Slimey in dieser Runde. Früchte. Ich glaube, selbst die Früchte will ich eigentlich nicht. Ich will erstmal nur Möhren. So. Hier waren auch noch... Ne, hier waren keine Möhren. Ich weiß noch nicht genau, was ich da hinten machen kann. Ein paar blaue. Könnt ihr noch ein paar blaue mitnehmen? Ja, danke. Aua. 60. 60 ist nicht so gut. 60 ist nicht so gut. Die brauche ich nicht. Ihr könnt hier bleiben und könnt euch hier vermehren. Ne, warte mal, wir gucken erstmal Nahrungsmittel. Ah doch, hier sind ja Hühner. Hühner sind wichtig. Nein, du noch nicht. Ich brauche einen Huhn. Ein Huhn oder ein Küken. Na gut, nehmen wir einen Küken mit. Drei Küken, okay. Hier ist noch ein Küken. Dann noch einen blauen Slime vielleicht. So. Ein paar Karotten wären nicht schlecht. Oh, da ist schon wieder so ein Bösewicht. Hier war was. Aha, wen haben wir denn da? Na toll. Mal wie hoch der da fliegt. Hm. Tja, zurück mehr. Boah, viel mehr können wir jetzt nicht machen. Ich gehe erstmal wieder zurück. Verkaufe ein bisschen Zeug und die Karotten können wir verfüttern. Die Küken kommen in den Hühnerstall und die Blauen kommen in den Blauen rein. Und dann könnten wir uns so langsam schon wieder einen Kopf machen, ob wir nicht noch eine Slime-Sorte farmen. Zusammen farmen. Erstmal hauen wir die hier in den Käfig rein hier. So. Dann kriegen die ihre Vegetables. Habt ihr denn nun schon was gegessen hier? Ja, haben sie. Okay, also die benutzen den Autofütterer. So, hier kommen ein paar Hühner rein. Können wir schön... Oh, wen haben wir denn hier? Achso, die passen aber nicht in den Autofütterer rein. Viel zu viele, mein Jott. Schade, dass die da nicht noch hinpassen. Schmeiß die mal alle drin, die werden ja schon irgendwie klarkommen. Ich hoffe mal, die wären nicht schlecht, die Dinger.
hoffe mal, die wären nicht schlecht. Okay. Gut. Ach so, da fällt mir gerade ein, ich hätte die natürlich auch hierin nehmen können. Die brauchen eigentlich auch noch ein Autofeeder. Hier sind auch schon wieder so viele. Die drücken da auch schon ihre... Drücken da auch schon wieder ihre Nasen platt. Die drücken da schon wieder ihre Nasen platt. 12. Okay, machen wir jetzt mal ein bisschen Kohle. Die Blauen, die haben noch kein Autofeeder. Doch, die haben schon. Die hier haben noch kein Autofeeder. Den würde ich ganz gerne da auch noch anbringen. So, und da können wir nämlich dann die Möhren reinpacken. Oder, was kommt darin? Ah, ne, da kommt ja halt Obst drin. Da kommt das Obst drin. Hier liegen schon wieder Möhren ohne Ende. So. Und hier können wir die schon ernten? Nee. Nee, okay. Mit Gewalt. Also so ganz reif waren die jetzt noch nicht, aber nehmen wir hier noch mit Gewalt ein paar mit. Ich denke mal auch, dass da der Autofeeder ganz schnell leer genuckelt ist bei dem Käfig mit den Roten. Ja, ihr habt wieder Hunger. Ich weiß, es ist schwer. Wie soll ich denn so viel Fleisch ranholen? So, und bei euch kommen die Bären ran. So, dann holt euch mal da selbst was. So, haben wir denn schon ein paar Hühner fertig? Die armen Hühner. Oh, hier sind schon wieder 33. Ich werde hier bald irre. Oh, die Folge ist vorbei. Wartet mal einen Moment. Ich werde die Folge gleich beenden. Ich will eigentlich nur noch den Rest hier verkaufen. Und dann ist die Folge zu Ende. Und dann machen wir erstmal Schluss. Ja, die werden jetzt langsam immer weniger wert, die roten, nur noch 7. Lohnt sich fast ja nicht mehr. Aber wir müssen da 2 Sorten Tiere reinmachen. Der hat nicht umsonst hier 2 Dinger dran. Der hat da nicht umsonst 2. Werden wir gleich mal anfangen zu kreuzen in der nächsten Folge. So, jetzt noch mal einmal reinballern hier. Du kannst ja so unendlich viele Kombinationen machen. So, wir haben wieder ein Achievement. Port Authority.
1122. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, lasst einen Daumen hoch da. Euer UFO-Mann. Schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Und ich hoffe, ihr habt schön Unterhaltung hier zu dem tristen Grau des Alltags. Dankeschön. Tschüss.